Die Lorelei, bekannt als Fee und Felsen, ist jener Fleck am Rhein, nicht weit von Bingen, wo früher Schiffer mit verdrehten Hälsen von blonden Haaren schwärmend untergingen. Wir wandeln uns, die Schiffer inbegriffen, der Rhein ist reguliert und eingedämmt. Die Zeit vergeht, man stirbt nicht mehr beim Schiffen, bloß weil ein blondes Weib sich dauernd kämmt. Nichtsdestotrotz geschieht auch heutzutage noch manches, was der Steinzeit ähnlich sieht. So alt ist keine deutsche Heldensage, dass sie nicht doch noch Helden nach sich zieht. Erst neulich machte auf der Lorelei, hoch überm Rhein, ein Turner einen Handstand. Von allen Dampfern tönte Angstgeschrei, als er kopfüber oben auf der Wand stand. Er stand, als ob er auf dem Barren stünde, mit hohlem Kreuz und lustbetonten Zügen. Man frage nicht, was hatte er für Gründe, er war ein Held, das dürfte wohl genügen. Er stand verkehrt im Abendsonnenscheine, da trübte Wehmut seinen Turnerblick. Er dachte an die Lorelei von Heine und stürzte ab und brach sich das Genick. Er starb als Held, man musste ihn nicht beweinen. Sein Handstand war vom Schicksal überstrahlt. Ein Augenblick mit zwei gehobenen Beinen ist nicht zu teuer, mit dem Tod bezahlt. PS, eins wäre allerdings noch nachzutragen. Der Turner hinterließ uns Frau und Kind. Hin wiederum, man soll sie nicht beklagen, weil im Bezirk der Helden und der Sagen die Überlebenden nicht wichtig sind.